Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik müssen mitmachen, sich einsetzen und Strukturen schaffen, in denen queere Menschen nicht mehr diskriminiert werden. Am Sonnabend fand auch in diesem Jahr wieder der Christopher Street Day in Lübeck statt. Eine fast nicht endende Schlange von Menschen zog ausgelassen durch Lübecks Innenstadt und tanzten, feierten und schwangen ausgelassen Fahnen auf der Route rund um das Holstentor. Wie geht's euch auf dem Wagen? Der Bürgermeister von Lübeck, Jan Lindenau, rotes Sweatshirt, fuhr auf einem der Festwagen mit und schwenkte zart ein Fähnchen. Doch am Bismarck-Denkmal in der Nähe des Bahnhofs sah die Welt und die Freude vieler armer Menschen ganz anders aus. Dort warteten arme Wohnungs- und Obdachlose sehnsüchtig auf die Helfer der Fides Humanitas Stiftung, die ihnen Sandwiches und Wasser zu ihrer Freude brachten und sich immer wieder herzlich bedankten.